Lasst uns doch mal über einen neuen Action-Thriller sprechen, den ihr seit einigen Tagen auf Amazon Prime Video anschauen könnt. Dabei ist es der neue Film von William Eubank. Der hat unter anderem gemacht Paranormal Activity, Next of Kin oder The Signal. Aber spannend fand ich von dem Underwater, falls ihr euch an diesen Kristen Stewart-Film erinnert, der durchaus eine gewisse Spannung erzeugen konnte in der Untiefe der Meere. Und dementsprechend war ich interessiert, wie der sich mit so einem Action-Thriller herumschlagen wird, der so ein klassischer Behind-Enemy-Lines-Film ist. In diesem Fall heißt der Land of Bad. 110 Minuten, ist ab 18 Jahren freigegeben bei Amazon Prime Video, was deswegen vielleicht nicht uninteressant ist auf der einen Seite, weil es eine Menge Schimpfwörter zumindest in der Originalversion gibt, eine Menge F-Bombs und so weiter und so fort, aber auch, weil die Kamera hier und da dann doch mal gerne draufhält, wenn es blutiger wird, so kann man beispielsweise auch, wenn aus einer gewissen Distanz heraus, eine Enthauptung sehen. Seit dem 19. April könnt ihr Land of Bad auf Amazon Prime Video anschauen mit Liam Hemsworth und Russell Crowe in den Hauptrollen, eine Kombination, die ich so jetzt noch nicht gab. Crowe sehe ich persönlich immer wieder gerne, auch wenn er in den letzten Jahren jetzt die ganz großen Filme nicht mehr abgeliefert hat, hat er immer so eine gewisse Art, die ich ehrlicherweise die ich mag. Und erzählt wird in Land of Bad die Geschichte von Sergeant J.J. Kinney, genannt Playboy oder auch Fruit Loops, der sich gerade erst in seinem zweiten Militäreinsatz befindet und seinem ersten überhaupt mit Spezialkräften. Dabei geht es um einen Einsatz in den Philippinen, das Observieren einer terroristischen, islamistischen Organisation, einem Hinterhalt, zu dem es kommt. Und dieser Sergeant ist in erster Linie mit der Kommunikation betraut, mit dem Drohnenführer genannt Reaper oder auch Captain Eddie Grimm, gespielt von Russell Crowe, und dafür, dass es quasi Luftunterstützung für ihn und seine Truppe gibt. Und als es dann aber zu einem Hinterhalt kommt, entsteht ein 48-stündiger Kampf ums Überleben mitten im Dschungel von den Philippinen. Auch wenn dieser Film fast ausschließlich an der Gold Coast von Australien gedreht worden ist, ist das Setting ehrlicherweise eins, wo sich vieles wie in Camera gedreht anfühlt. Und während die Figur, die Liam Hemsworth zum Beispiel spielt, auch wenn er mit einer gewissen Physis daherkommt und da durchtrainiert genug ist, als dass ich ihm diesen Soldaten sofort abnehme, ist die Figur selbst jetzt mit wenig Hintergrund geschrieben und ist deswegen eine, die relativ schnell, finde ich, verblasst. Und weil sie eben keine Ecken und Kanten hat, und zwar so mitten im Gefecht und in all den Foltereien, in all dem Flammen und Explosionen, zwar jemand ist, wo man so vielleicht für das Überleben natürlich hofft, aber eine, die relativ austauschbar wirkt, das merkt man schon, weil allein seine Kameraden ringsherum, die relativ wenig Screentime haben, doch schon ein bisschen eckiger und kantiger und kerniger wirken, sodass die mir persönlich eher nach dem Kopf bleiben, und das bereits einen Tag, nachdem ich den Film gesehen habe. Und besonders aufmerksam wird man darauf, finde ich, wenn man Russell Crowe sieht, der im Grunde die ganze Zeit nur mit Headset in einem kleinen Raum in der Militärbasis sitzt und die Kommunikation übernimmt, aber ich finde, über sein Spiel sich mehr Spannung transportiert als über Liam Hemsworth selbst, und das spricht natürlich dann auch Bände an dieser Stelle, zumal Russell Crowe quasi noch so eine erweiterte, relativ unnötige Ebene hat rund um seine schwangere, vegane Frau, die den Film 10 Minuten länger zieht, als er eigentlich sein müsste, weil diese Art Hintergrund der Figur brauchst du ehrlicherweise nicht, damit ich sie interessanter finde, sondern es dient eher, ihn vom Arbeitsplatz wegzulenken. Und dann gibt es auch noch so eine Ebene innerhalb der Hierarchie des Militärs, wo Dinge auch mal nicht so ernst genommen werden. Also so ein leichter, kritischer Durchzug, wo ich dann so denke, okay, kannst du machen, brauchst nicht unbedingt. Weil seine Stärken spielt Land of Bad, der in erster Linie eben so ein Behind-the-Enemies-Lines-Thriller ist, also wo sich quasi eine Militäreinheit auf feindlichem Gebiet befindet und da dann jede Menge rumgeschossen und versucht wird, taktisch zu überleben, spielt dann seine Stärken aus, wenn er nicht eben diese abgedroschene Geschichte von amerikanischen Helden und bösen Terroristen erzählt. Ich meine, das kann man sich seit Jahrzehnten im Action-Thriller-Genre anschauen, sondern weil er für relativ wenig Geld mit nur 16 Millionen Dollar Budget oder 25 Millionen australischen Dollar es schafft, schon Bilder zusammenzubauen, wo ich so dachte, das sieht gut inszeniert aus. Und viele Effekte sehen auch ziemlich praktisch und echt aus, sodass ich mir fast vorstellen kann, dass dieses Drehbuch durchs Pentagon gegangen ist und die diesen Film mit militärischem Material unterstützt haben. Hat man ja oft bei so Filmen, die in diesen Kreisen spielen, dass da das Pentagon drüber schaut und dann auch gerne mal einen Hubschrauber stellt oder was man so alles braucht. Und weil bei diesem Budget ist der Look mir ehrlicherweise fast ein bisschen zu krass dafür, dass er so günstig gewesen sein soll und doch zwei relativ namhafte Akteure in den Hauptrollen hat und auch noch Liam Hemsworths Bruder Luke Hemsworth mit vor der Kamera steht. Kurzum, die Bilder und die Spannung und Anspannung sind das, was ich am tragendsten an Land of Bad fand, und deswegen einleitend der Text, dass das dieser Regisseur bei Underwater schon ganz gut hingekriegt hat. Die reine Entwicklung der Geschichte ist A,
Relativ vorhersehbar, wie ich finde. B, unnötig hier und da in die Länge gezogen. C, die Hauptfigur dann wirklich so schmal geschrieben, dass sie eigentlich relativ ersetzbar wirkt durch jeden Typen, der einigermaßen fit wirkt, um einen Soldaten zu spielen. Und dann ist das Stärkste dann wirklich eben, wenn es zu diesen Kampfeinsätzen kommt und diesen relativ gut gefundenen Bildern, wenn man sich versteckt, werden Explosionen gezeigt, wenn Handgranaten irgendwo hinrollen, die man noch entweder schnell wieder in irgendeine Richtung zurückwirft oder sich hinter einem Stück Beton noch versteckt, wie dann die Effekte aussehen, wenn alles umherfliegt, dass er auch ein gutes Gefühl davon hat, wann er mal eine Slow Motion verwendet und sie nicht in dem Stil von einem Zack Snyder irgendwie die 100 Mal um die Ohren ballert, wie man bei Rebel Moon ja auch dieser Tage auf einem Streamer recht frisch sehen kann. Und da muss ich sagen, erfindet Land of Bad das Action-Thriller-Genre definitiv nicht neu, aber ist auch kein sehr schwacher Vertreter. Aber es gibt durchaus eben Probleme in der Geschichte, in der Entwicklung. Die ist dann ehrlicherweise doch zu lahm und es gibt vor allem immer wieder diesen Anhaltspunkt, wenn ich merke, dass die Musik die ganze Zeit so ein bisschen wie aus der Retorte mir so die Spannung reinspielen soll und ich dann so merke, hey, das hört ja einfach nie auf, auch mal in ruhigeren Momenten, dass der Film sich dann auch schon so ein bisschen verliert und ich dann immer wieder so dachte, ah, ich merke dann schon, dass die 110 Minuten mir eigentlich länger vorkommen. Kurzum, er hat seine Momente, er hat seine Bilder, ich finde ihn regelrecht solide, ehrlicherweise. Die Schreibe, nicht besonders dolle Filme dieser Art, gab es schon eine ganze Menge, aber für die, die sich sagen, ey, ich habe vielleicht eine Passion oder ich sehe dieses Genre gerne, ist es sicherlich ein Vertreter, den man zu Hause anmachen kann, ohne danach zu bereuen, die Zeit zwangsläufig zu investieren. Am Ende heißt das bei mir, weil ich auch wirklich diese von den Effekten teilweise arg überrascht war, bin ich bei 6,5 von 10 möglichen Punkten als Action-Thriller dabei und das ist durchaus ordentlich und 5,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt ist okay, aber ich merke, dass dieser Film auch nicht lange in meinem Kopf überdauern und verweilen wird. Ein Film, der auf jeden Fall aus relativ wenig Geld, sofern das Budget wirklich so stimmt, aber das habe ich beim Recherchieren zumindest gesehen, doch eine ganze Menge rausholt. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Land of Bad seit dem 19. April, also seit was? Sind das 3 Tagen auf Amazon Prime Video anschaubar. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.